Los. Herzlich willkommen bei der Donnerstagsfolge hier auf der Matchmap. Heute wollen wir mal zum Schluss versuchen, die Helfer wieder einzusetzen und gucken, ob sie wieder freundlich zu uns sind. Jo, dann wünsche ich euch allen viel Spaß und schaut bei den anderen vorbei und dann wollen wir mal weiterarbeiten. Jo, moin moin. Moin moin. Moin moin. Moin moin. Ja, also ich habe gerade schon Helfer eingestellt. War doch so gedacht, oder? Das heißt, wir haben jetzt 11. Alex? Ja? Hast du einen Helfer rein? Mal gucken, was überhaupt Helfer arbeiten sind. Ne? Maxim, guck mal auf unsere Finanzen. Moment. Bei uns läuft der Helfer? Jo. Hast du die 2 Millionen ja noch geknackt? Ja. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass wir ja noch nicht einmal eine Presse, Ballenpresse haben. Naja, jetzt haben wir eine. Und ja. Deshalb, wenn die Brücken wieder oben sind, ein bisschen OSB und Spahn verkaufen, haben wir wieder drin. Aber hier ist auch noch Schwattgärt. Spaßt dir die oder was? Denkst du, komm, Not nicht, oder? Oh, nein. Dann synchronisiert das bei mir nicht so gut. So. Also ich sehe komplett jede Reihe. Und Jürgen, habt ihr einen Helfer? Ich habe auch einen Helfer. Bis jetzt nicht. Versucht mal bitte. Ja, bisher gut. Noch kein böser. Aber vergesst nicht, der Bauhof ist noch unterbesetzt. Ja, 2 fehlen. Der Bauhof muss ja auch nicht zwingend Helfer. Bauhof ist ja. Ja, das schon, aber. Man muss jetzt immer noch dazu denken, dass jetzt 2 Stück noch mehr dabei sind. Im Idealfall. Aber selbst die würden wahrscheinlich nicht das so in die Knie zwingen, wie es in der letzten Woche war. Weil das war ja, das nee, war das anders. Nicht. Wir haben jetzt gestern mal einen Test laufen lassen, da ging es aber dann mehr oder weniger um einen einzigen Helfer, wo der mehr drauf war, hat er geruckelt, wo er weniger drauf war, ging es wieder. Vor allem nicht nur geruckelt, sondern auch die Geschwindigkeit ist runter. Ja. War der jetzt langsam bei der Arbeit oder ist noch gleich schnell? Sag ich dir gleich. Nochmal noch gleich schnell. 20. Ja, das ist 20 beim Pressen ist Vollspeed, ja. Ja. Schon leer. Und da sehe ich jetzt auch halt nichts. Also die Synchro ist natürlich vom Schwatt. Ja, das ist natürlich. Also bei mir passt es auch mit der Geschwindigkeit. Manchmal hilft es so ein bisschen die Kamera komplett um hier ums Fahrzeug zu drehen, Gerd. Das stimmt, ja. Hast du? Wenn du in der Außenansicht bist, einfach mal komplett mal ums Fahrzeug herumdrehen mit der Maus, dann sieht man manchmal auf einmal wieder Schwatt. Ja. Vorher keiner war. Spritzen im Dunkeln, das macht laut. Spult jemand auf 30? Ja. Gucken, ob es dann weniger wird. Wollt ihr immer noch Vollgas? Ja. Immer noch Vollgas. Salazar, ich nehme die 47 Düngen an, ne? Ja. Alter Schwede, ist die Nacht wieder krabbe dunkel. 25 wollte sie beinpressen, ja. Oder was ist denn mit der Mission eigentlich? Der wollte ich noch machen, aber. Der nie. Nicht angekommen gestern. Gestern, Samstag. War noch dieses blöde Feld, ja. War hier nicht. Nacht ist jetzt ja flott vorbei, dann ist bestimmt 17 wieder erntereif, würde ich vermuten. Guck mal eben. Ah, die ist sogar schon fast erntereif. Auch noch ein bisschen. Ich hatte den Big E Big M schon mit dem. War da? Ne? Vom Höhe machen. Bis jetzt. Aber ganz rum wirst du trotzdem nicht kommen, oder? Nee, da werden ein paar Meterchen fehlen, glaube ich. Also auch Nord ist, ne? Silageballen zum Nord, okay. Ja.
Ne, ganz rum komme ich nicht. Alex, wollen wir tauschen? Ja. Weil ich sehe nämlich gar nichts mehr jetzt. Ja, okay. Und ich musste einmal nachbessern, schnell den Helfer rausnehmen. Ja, ich habe hier den Helfer laufen mit Unkraut, da kannst du weitermachen. Sieht man zwar noch weniger, aber lass brauchst du nur den Helfer vor allem außenrum einmal fahren. Ja. Und fahr du manuell einmal außenrum. Ja. Das Feld ist abgeerntet. Der große Kramba hat die gesamte Ware hinten dran. Ja. Und da gilt die Brücke zu, ne? Gibt's ja, ne, selbstverständlich. Ich wollte es nur sagen, weil ich nächsten Sonntag, wenn ich da bin, das kriegst du ja erst wieder Livestream ausgeleert. Ja. Deshalb sage ich das. Ja, ist okay. Aber dass ich jetzt alles habe. Ja, auf den letzten 5 kommt das ja auch nicht drauf an. Nein, du kannst es gerne versuchen, rüber zu schwimmen, aber das wird nicht werden. Nee, lass mal. Wo musst du denn vollkommen überhaupt hin? Im Osten, ne? Am Dallasar, ne? Sag ich doch gleich. Ja, Osthafen. Ja. Muss ja die 1000 überweisen dann, ne? Ja, ja. Aber wohl erst nächstes Mal. Aber aus dem Zelland, weil heute fährt er keiner mehr lang. Ja, ja. Er kann die 1000 heute ruhig schon überweisen, das haben wir bis Samstag vergessen. Ach, ja, eben. Nochmal bezahlen. Ja. Das wäre dann zu einfach. Vergiss es. Maxim, den hast du richtig schön hingestellt. Ich glaube, ich mache auch gleich leer. Hat jeder einen Helfer laufen? Mhm. Ja. Jürgen? Ich glaube, weiß ich das. Thomas, hast du einen Helfer laufen? Nein, ne? Dann laufen jetzt 3 Helfer. Nee, wie denn? Ach, wir sind ja fertig. Wir sind fertig. Was wir haben keinen Helfer. Okay. Machst du schon Feierabend, oder? Also dann haben wir 3 Helfer laufen und bei mir schwankt es jetzt ein bisschen. Von der Geschwindigkeit, Fahrgeschwindigkeit? Ich bin immer noch bei 10 km/h mit dem Drescher. Wie viel? Immer noch bei vollen 10 km/h mit dem Drescher. Ich kann 18 und es schwankt zwischen 16 und 18. Was machst du? 18, 19. Ansehen. Ja. Wir haben kein Heu und keine Silage, das ist schlecht. Nein. Ja, ganz schlecht. Also mit dem 1 km/h Schwankung könnte ich leben. Ja, guck mal, wie es am nächsten Mal ist. Wir fangen wieder ohne an. Dann wäre natürlich mal interessant zu wissen, wenn die Helfer gleich alle wieder aufhören, ob es dann wieder zurückgeht auf die alte Geschwindigkeit oder ob er jetzt dabei bleibt. Also unser Drescher ist gleich fertig. Dann haben wir schon mal ein weniger. In der Folge können wir alle nochmal Helfer ausstellen. Dann sehen wir, ob es für die alte Geschwindigkeit zurückkommt oder ob sich das jetzt für heute so eingefroren hat. Sind wir nicht böse drum. Die 55, was hatten die? Wie weit ist die? Ach, vergiss es. Die ist grün. Und die 58, die müsste aber bald soweit komplett durch sein. Ja. Aber danach den Helfer, wenn wir hier das Feld fertig haben. Oh, da ist wieder Mitternacht, Gerd. Oh ja, die ja. BGA schlägt. Ja, wieder Geld. Schöne Zeit. Also sie sind da drauf auch krass. Ein anderer mit BGA, im Westen nicht, im Osten nicht. Okay.
Süden nicht, wir haben alle keine WGA. Ja, das ist Hänger, oder? Nein. Ja, einen haben wir ja noch. Wo willst du mit dem Kompost hin? Der Kompost bei uns auf der Gärtnerei. Das hat zumindest schon mal irgendjemand eine weitere, also eine BGA hat, aber gut. Hm. Ich schaff da nur geschwind hin. Wir haben die Silage ganz eingestopft. Auf jeden Fall keine Palettenprodukte. Guck mal grad, was wir mit dem Milchfutter machen können. Wir bleiben trotzdem wieder in den hohen Norden müssen. Ist so ein bisschen mehr Arbeit, aber damit kann man leben. Ja, 3, 2, 1, Speicheleck und 208. 13. Nein. Komisch. Die 13. 5000 mehr ist am letzten Tag und ich würde auch vermuten, dass am letzten Tag die eigentlich auch die ganze Zeit gefüttert war, aber weiß ich nicht. Vielleicht liegt es irgendwie an dieser Nullgeschwindigkeit oder so, dass das irgendwie ein paar tausender Unterschied macht. Laufen die aber eigentlich nicht? Ja, doch, irgendwie schon, ne? Man sieht es auch in der Produktion, nee, doch, man sah das an der WGA, dass die Zahl immer am Schwanken war, auch bei Null. Okay. Ja, wir haben da Silagebahn und Gras liegen. Ja, aber Gras wird ja nicht. So, also unser Helfer ist raus. Was bemerkt? War der wieder voll, KMH oder noch nicht? Also die sind ja nicht bei voller KMH. Die Ballenpresse und die Sämaschine? Bei 19. Jenny? Was? 18 voll. Ich habe jetzt 20 beim Düngen. Aber mehr geht nicht, ne? 12 beim Spritzen. Auch nicht mehr. Das ist Full Speed. Thorsten? Ja? Kannst du noch Milchfutter bei uns zu Baywa bringen? Ja, kann ich. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zum Unkraut. Noch. Brauchen wir nochmal ein zweites Feld zum Dreschen hier irgendwie, ne? Ja, 30. Ja, würde ich auch sagen. Aber da ist, was da warten wir nochmal, vielleicht kommt der von der KI nächste, also ich wollte gerade sagen, nächste Saison was, aber nächsten hier Abschnitt anderes rauf, was wir brauchen können dann. Bitte jetzt auf Mais. Alex? Ja? Geht's mit dem Spritzen oder siehst du nichts mehr? Häcksler kaufen, finde ich, ist ein bisschen der Derbe, ne? Dann hätten wir Big M, einen Häcksler und einen dicken Drescher. Weil sonst kannst du auch erst Felder düngen gehen. Bei Häckseln zu zweit, Mission. Das ist eine lange Aufgabe. Nee, aber gut, mit einem Helfer und zwei Abfahrer ist vielleicht noch ganz lustig, aber... Ja, aber das Häcksel gut für die Ewigkeit, Häcksel gut für die Ewigkeit, für Fermenter. War eine Mücke. Aber es ist zu teuer mit dem... Aber die Luft. Dafür extra einen Häcksler zu kaufen. Können wir auch gar nicht. Also wir können auch nicht jetzt das Feld und den Häcksler, das geht eben auch nicht. Haben wir noch nicht nötig. Schon. Vielleicht sein Kerst oder so etwas. Ja. Ja, eigentlich egal. Hauptsache irgendwas, was man gut dreschen kann, denn wenn wir es auch verkaufen. Wenn da dann Raps oder Soja oder sowas drauf kommt. Am Hof hier das Feld ist so, aber ich glaube, es ist mittlerweile geerntet. Da war Soja drauf. Denk dran, das Grünzeug, was ihr sprießt, ist nicht. Ja. Aber du machst jetzt erst das Angesäte fertig. Egal. Mach Drescher sauber.
Weil bis zur Hofbewertung werden wir den wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Tja, dann muss ich wohl... Alles ganz normal, muss ich sagen. Was mit Marcel eigentlich? Da eben eine Ahnung? Der hatte sich abgemeldet die Woche. Letzte Woche war er, da hat sein Kumpel, ist Vater geworden. Okay. Und die Woche ist auf den Geburtstag eingeladen. Ja, passt. Lauf! Was so schön ist. Oh, ich fahre langs den Anhänger. Fährst du zur Seite oder fährst du hin? Das ging nett. Ah, sieht gut. Millimeters. Dani, kurze andere Frage. Du hast ja vor, für deinen 1000. Stream in 2 Stunden da diesen Wald abzuholzen. Meinst du, das schaffst du? Nein, nicht in 2 Stunden. Dann für einen Zeitabschnitt von 2 Stunden. Ach so. Niemals würde ich das in 2 Stunden schaffen. In 2 Stunden schafft man vielleicht alle nicht, Holz voll erntere Bäume zu fräsen oder sowas, ne? Aber mehr ist da in 2 Stunden. Wäre halt ein Anfang oder. Weil die Wette hätten wir gegen gewettet. Ja, richtig. Da musst du eher 10 Stunden wahrscheinlich für rechnen insgesamt. Also wir können es dir am Dienstag dann schreiben. Bei Farmers Dynasty. Wir wollen es zu dritt ausprobieren. Thorsten, Thomas und ich. Hawk. Hawk, Thomas und ich. Holzsägewerk oder was? Oder direkt verkaufen oder was macht ihr? Vollernter Direktverkauf. Damit es keine Probleme auf dem Spielstand gibt. Um dir dann zu sagen, wie viele Stunden man mit 3 Mann braucht. Das toppe ich dann mit 3. Kannst ja dann versuchen. Ja, ich werde es in Etappen machen. Das wird natürlich, also wird man in so einem Stream mal stattfinden, so ein Streamabend von 2-3 Stunden, da schafft er was. Folgen wäre natürlich dann 50 Folgen nur. Holz. Ja. Holz. Folgen, 4-5 Folgen geht ja immer, aber dann muss was anderes kommen. Dann muss man auch selbst was anderes machen, weil andere Aufgaben natürlich auch warten, dann irgendwie werden. Sebastian? Ja? Nachdem ich jetzt mit der Giftspritze durch bin, kannst du die 40 auch nochmal dünnen. Okay. Also irgendwie geht es mit dem Drescher angenehmer als mit dem letzten. Ja, das stimmt. Lass mal raten, vor allem das ist eine Abfahrer während der Fahrt. Das Problem gut, haben wir nicht, jeder ist seine eigene Abfahrer. Gut, das hast du zwar heute nicht, aber das geht auch besser versprochen. Minimal. Also das Unkraut siehst du jetzt deutlichst, Alex. Ja. Da kommst du jetzt gut durch. Weil ich würde mich dann Richtung Aufräumen begeben, wenn du hier fertig machen würdest. Ja. Düngerstreuer steht auch noch vorne, weil dann kann man hinterher gleich nochmal düngen. Nächstes Mal im Stream machen müssen, oder dann? Dass du die Anhänger auch einen Platz einsetzen. Kann ich da das Stroh auch wegnehmen? Ich bin schon am Stroh sammeln. Ach so, die Anhänger, ja. War gleich weg. Ich dachte, ich hatte das so verstanden, dass du die schon irgendwie weggefahren hast. Dann hast nö. Ja, durchgefahren. Alles pressen. Das sieht gut aus, Thorsten. Ich mache noch eine Fora. Das ist gut. Wenn der Holger dann nächste Woche kommen sollte, dann
Ja, das sah mir schon wirklich sehr beängstigend aus. Ich bin zum Glück ja nächste Woche nicht da. Also ich hatte schon Angstschweiß. Ja, ich brauche nächste Woche auch jemanden. Jetzt am Samstag. Ja, vielleicht ist Tamara wieder fit. Na, ich denke mal, dadurch, dass jetzt nächste Woche ja auch wieder kühler wird mit den Temperaturen ja, und man dann auch hier im Schlafzimmer wieder halbwegs schlafen kann, dann wird es auch wieder klappen nächste Woche. Also bei mir hat sich jetzt vorhin, wie wir das angefangen haben zu streamen, waren es hier genug 20 Grad. War jetzt ein Fenster auf und bei einem Fenster auf hast du ja nicht wirklich Windzirkulation. Das ist mittlerweile 24 Grad hier drin. Ja, hier zeigt im Wohnzimmer Thermometer immer noch 31 Grad. Problem ist ja auch, da hier so, damit sich die Wohnung hier wieder abkühlt, brauchst du draußen mindestens schon 2-3 Wochen und unter 20 Grad, dass sich hier drin wieder abkühlt. Okay. Also wir haben jetzt draußen 22 und hier drinnen 25. Auch die Luftfeuchtigkeit geht endlich runter. Das ist lustig, so unterschiedlich kann das mal wieder sein. Na gut, wir hatten heute Mittag wirklich also so tropische Dampfsauna draußen. Nur knapp über 20 Grad, kurz mal so ein Schauer und du wird das irgendwie vorbeigezogen. Ja, fürchterlich, dann tröppelt das ein paar Mal und ist die Luft noch schlimmer als vorher. Ja. Ja, wobei heute Morgen war es kühl, als es geregnet hat. Und dann kam die Wärme. Draußen 17 Grad. Angenehm. Viel Regen und Unwetter. Diese Woche letzte Woche am Donnerstag, denke ich. Haben wir Hagel gehabt, was größer als der Daumen. War schon bei dir, bei dir in der Gegend oder in der überhaupt? Ja, in bei uns. Ja. Das ist echt. War schon das heftig. Ist heftig, das ja. Macht auch heftig. Schon einiges kaputt. Ja, die. Versuchen wir mal ein bisschen aufzuräumen, dass wir nächste Woche nur ein bisschen Potatoes dekorieren müssen. Und Schwieben. Im Norden von Groningen alles kaputt. Alles geknackt. War dieses Gewitter, wo du auch nicht mitspielen konntest, oder ein anderer Tag? Nein, war es dasselbe. Ja. Hatte das hier, das Handy lag hier gar nicht, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt, aber irgendjemand hatte das denn, ja, ich glaube, Hawk oder so sagte das, glaube ich. Das war so viel. Blitzen. Der Luft. War nur klaren Tag. Und du kannst der Zeitung Maxim? Lesen. So viel Licht war da. Kannst du mir den Donnerstatus geben? Ich habe schon gesehen, Dortmund hat auch heute hier Freundschaftsspiel gegen Rotterdam. Ich glaube, wir haben verloren. Danke. So, Freundschaftsspiel ist ja immer nicht ganz so wichtig, aber. Dafür, dass Dortmund gegen die Österreicher letztens noch irgendwie 11-2 gewonnen hat. Gegen Wien. Ja, und heute 3-0 verloren gegen Rotterdam, oder wie ist das ausgegangen? Habt ihr euch auch schon wieder Publik dabei oder nein, nicht? Ja? Publikum, nee. In Holland weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie denn hier. Bei uns nicht, nee. Nee. Die Politik hat sich überlegt, nö, wollen wir nicht. Ich mag die. Kappa. Kannst wieder wegnehmen, ist voll. Also finde ich Österreich besser. Alex, du wirst einen Helfer einstellen müssen gleich, wenn ich fertig bin. Alles klar. Weil die erste Wachstumsstufe ist durch und dann siehst du das Unkraut nicht mehr. Okay. Musst du warten, bis ich hier mit dem Feld fertig bin, aber das würde ja dann genau passen. Ja, das passt, bis ich wieder da bin. Ich habe einmal rauf, einmal runter und dann kannst du den Helfer laufen lassen. Eigentlich ist die Höhe am ersten und dann wieder Silage. Ja, passt, bis ich wieder da. Ich hab mal so ein paar mit dem Träger ein bisschen reingefahren. Bis auf da, wo ich jetzt noch frisch gesät habe, da ist halt. Musst du halt gucken. Alles ist. Manuell. Alle Presse ist fertig. Ja. Aber mal schauen, wohin mit dem ganzen Zeug. Das können wir ja wahrscheinlich gar nicht alles brauchen, ne? Ja. Absammeln. Insetzen auf. Ja, was geht, kommt rein in die Produktion. Bisschen nach der Kühe. Kühe ja am besten in loser Form, ne? Stall nehmen sie ja nicht an. Ja. Seit? 30 ist jetzt erster Reif. Ach, du hast schon.
meinte eher Folge. Ah, okay, ja. 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 Wow. Das war böse. Was hast du? Ich hatte gerade einen Riesenleck. Oh. Mit Speedy Gonzales Antrieb dann noch? Ja, so 200. Bin so quer über mein Feld geschossen. Hoffentlich mit Pflegebereifung. Aber mit der Sämaschine hinten dran runtergelassen. Okay, na, dann geht's ja noch. Das ist mein Speicherleck. Das war Speicherleck. Danny. Ach doch, wir haben doch schon Kalkstreuer, ne? Wir haben Zweitdüngerstreuer. Alex, du kannst. Guck mal. Ja. So eine Produktion oder wo bist du? Produktion oder wo bist du? Einigermaßen. Brauchst du Lotsenhilfe? Nö. Das ist von mir nicht. Ich kann ja. Versuch gerade hier rückwärts einparken. Kleine Stückchen. Diesen blöden Anhänger. Der mal so leicht verzieht. Wer konnte noch gut rückwärts einparken? Mit Drehschirmen? Mit Manus. Nee, bei uns. Nee, mit keine Mann. Ahnung. Werner. Also ich krieg's hin. Ich nicht. Auch ja, irgendwann dahin. Jeder kann das. Und die spielt ja auch nur LS. Ja. Werner. Ja. Arbeitet er überhaupt noch? Ja, so ein bisschen. Werner arbeitet noch wohl. Ich meine, er muss auch eher arbeiten als McManus. McManus bräuchte das theoretisch nicht mehr. Er macht nur noch 80%. Ja, ist doch der Läufer ein bisschen weniger, ne? Ja. Aber nur noch 80% ist tatsächlich auch fast kein Unterschied, ne? Ja, das ist der Freitag weniger. Wenn du dann auch noch irgendwie immer eine Stunde zur Arbeit fährst, knapp eine Stunde zurück oder sowas. Ja, deswegen hat er es gemacht. Hat er zumindest gesagt im Stream. Macht ja auch Sinn. Soll ja vielleicht auch ein bisschen was von der Familie haben. Weil sein Terminkalender ist, ich meine, meiner ist ja auch schon voll, aber seiner ist, glaube ich, auch nicht weniger leer. Aber boy, man muss sagen, samstags hat er Computerverbot. Ja, macht auch, wie gesagt, so einen Familientag auf jeden Fall. Aber wir haben schon wieder eine halbe Stunde voll fast. Ich soll auch schon eine halbe Stunde versuchen, diesen Anhänger, den sollen wir nie wieder rausnehmen am besten, der bleibt da jetzt für immer stehen. Wir kaufen lieber neue Anhänger. Ich bin hier im Singlespielstand genau im gleichen Blödsinn. Und es passt genau, dass man aus dem Spulen rauskommen ist. So, erstmal so, jetzt sehe ich den wieder gerade und dann noch ein bisschen Platz. Ich möchte den dann ein bisschen weiter drüben, dann können wir theoretisch den anderen noch daneben kriegen. Nee, ich war gerade mit Tastatur. Ja, meine Lieben, pro Lok ein Fahrzeug und nicht mehr. Ja. Sehr gut. So stehen bleiben oder was? Ja. Ja, wir sollen zum Ende kommen auf jeden Fall. Mach ich schon, ich park noch. Maxim, das sieht schon richtig gut aus, das Feld. So, weg damit. Ja, schnell weg. Komm mal gucken. So schlimm. Ja, also ne, Folge, der angefangen hat, darf aufhören. Maxi! Speicherleck. Gut, dann war's das für die heutige Folge. Hoffen, hat euch gefallen. Schaut bei den anderen vorbei und dann sehen wir uns am Samstagabend um 20.15 Uhr zum nächsten Livestream. Bis dann und tschüss! Tschüss!